Wir sitzen hier in meiner wunderschönen, unaufgeräumten, chilligen Garage. Ich habe die GoPro oben auf dem Kopf an der Stirn mit dieser Kopfhalterung. Und ich habe was von Insta360 geschickt bekommen. Da ist das Paket und das werden wir gleich mal alles öffnen. Ich bin leider ein bisschen krank, das hört man vielleicht ein bisschen an der Stimme. Wenn man es nicht hört, umso besser. Da ist das ganze Zeug. Ich habe noch nichts davon angefasst. Das Einzige, was ich angefasst habe, war diese Battery Bases. Da hat Insta360 einfach nicht wirklich mitgedacht und haben vergessen, mir den Charger dazu zu schicken. Also muss ich, wenn ich diese Bases laden will, quasi immer wieder umstecken. Das werden wir aber dann später sehen. Werde ich dann gleich noch dazu sagen. Auch gleich noch vorweg, das ist mehr oder weniger dieses in Anführungsstrichen Influencer-Paket. Deswegen sind da ein paar Sachen zweimal drin. Nicht, dass ihr euch wundert. Das ist halt so das Paket, was so die Leute zugeschickt bekommen, die mit Insta360 zusammenarbeiten. So kann man es nennen, denke ich. Hier auch die wunderschöne MT-07 und dahinter die R1. MT-07, Fun Fact, hat mittlerweile einen neuen Reifen drauf, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist es schon wieder 3 Wochen her, aber für mich ist der Reifen ganz frisch drauf. Und wahnsinnig dreckig ist er halt, weil ich für ein Reel bei Regen fahren musste und lasst euch davon am besten einfach nicht irritieren. Sie wird wieder sauber gemacht. Keine Sorge, die A1 ist blitzeblank, die habe ich erst gewaschen. So sauber war die schon lange nicht mehr. Da habe ich es richtig ernst genommen. Ja, aber darum geht es heute nicht. Wir werden jetzt erstmal ein Unboxing vom Insta360-Zeug machen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Keine Ahnung, was da alles jetzt dabei ist, was da drinnen ist. Wir schauen es uns jetzt einfach mal an. Was jetzt zuerst einmal ins Auge sticht, ist das Motorcycle Mount Bundle. Ich mache jetzt dieses Video, weil ich gemerkt habe, dass ich zwar schon oft Videos über Insta360 gemacht habe, oder beziehungsweise mit Insta360 Kameras, aber ich habe noch nie gezeigt, was eigentlich alles so gibt. Und dazu dient dieses Video, meine lieben Friends. Erstmal das Motorcycle Bundle. So schaut das ganze Ding aus. Da ist noch was drin, was da alles dabei ist, bla bla bla, aber das schauen wir uns im Detail jetzt an. Wir haben hier einmal ein Zip-Säckchen mit lauter verschiedenen Halterungen. Das ist ganz gut. Dazu noch mehr oder weniger, wie nennt man das, Schraubenschlüssel, wo man quasi, kann ich ja zeigen, ich habe es ja in der Hand, einfacher Viereck hier drauf und dann kann man eben die Verschlussschrauben so drehen. Dreieck haben wir auch, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wozu das da ist. Kann ich mir jetzt so nicht erklären, aber okay. Und dann haben wir auch noch die Klebepads. Die kommen dann, ist nicht so wie bei GoPro, das muss man erstmal selber aufkleben, aber die kommen hier hinten drauf so, passen auch perfekt, sind perfekt zugeschnitten und dann eben ans Motorrad dran. Ich habe jetzt an der MT-07 beispielsweise schon genügend von diesen Dingern, deswegen werden wir das jetzt nicht machen, aber ich denke, das sollte jedem klar sein, wie dieses Thema funktioniert. Als nächstes haben wir eine Aluminium, und das finde ich sehr, sehr geil, dass das Aluminium ist. Man hört's, das ist Alu. Eine Verlängerung, zum Beispiel für einen Helm. Das heißt, man hat das auf dem Helm drauf und das kommt dann hier dran. Verlängerung, dann wird das reingeschraubt. Wenn der gute Jay das auch mal hinkriegt. Ne? Falsch fällt mir gerade auf. So rum gehört es nämlich. Da eingeschraubt und dann kommt da oben die Kamera drauf. Ist einfach nur eine Verlängerung, mehr ist es nicht. Aber es ist Aluminium, ist nicht schwer. Also ist wirklich sehr, sehr leicht und extrem stabil. Als nächstes haben wir eine Lenkerhalterung. Gibt es auch noch eine Verlängerung dazu, die zeige ich gleich. So, das wird an den Lenker geschraubt. Kannst du einmal vormachen. So, wo mache ich das hier am besten? Nee, hier. So, da sieht man es. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, aber dann wird das hier einfach nur festgeschraubt und dann ist das da eben fest. Genau die gleiche Halterung habe ich hier auch. Beziehungsweise, näher nicht ganz die gleiche. Das war noch von der One X2 die Halterung, die sie mitgeschickt haben. Aber es ist das gleiche Funktionsprinzip. Und dann haben wir hier eben noch die Verlängerung. Die sieht ganz genauso aus wie die, die ich schon auf der MT habe. Wird hier draufgeschraubt auch, beziehungsweise drauf gesetzt eher. So, dann kommt das hier auf den Kopf drauf. Dann ist das so am Helm, so am Lenker dran. Und da wird dann die Kamera drauf geschraubt mit... Nee, der Aufsatz ist es nicht. Bei der One X2 war es nämlich so, dass die One X2 unten ein Gewinde dran hat. Zeige ich euch später auch nochmal. Und da wird die One X2 dann drauf geschraubt. Hier ist es anders. Da gibt es aber auch einen Aufsatz. Der ist sicherlich auch noch irgendwo dabei. Oder die RS hat diesen Aufsatz schon. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich sie noch nie in der Hand hatte. Das ist das Motorcycle Mount Bundle. So sieht das ganze Thema aus. Das ist da alles dabei. Schön hier zur Schau stellen. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Nicht, dass ich auf den Deckel krieg. Als nächstes haben wir das gleiche Ding nochmal. Da weiß ich wirklich nicht, wer da bei Insta360 welcher Azubi da irgendwas verkackt hat. Auf jeden Fall habe ich das ganze Ding zweimal. So, dann Battery Bases. Habe ich dreimal. Schauen wir uns jetzt aber nur eine an. Das ist ja alles das Gleiche. Das war ja gestern das Einzige, was ich in der Hand hatte von dem Zeug, was sie mir geschickt haben. Und ich muss wirklich sagen, das Zeug fühlt sich ultra hochwertig an. Die One X2 war schon hochwertig. Kriege ich das da jetzt auch mal raus oder wie sieht das denn mal aus hier? Das Zeug fühlt sich richtig hochwertig an. Die Oberfläche von dem ganzen Zeug, das ist...
das ist Bombe. Also Insta360 ist eine chinesische Marke, weiß jeder, hat jeder auf dem Schirm. Und ich war am Anfang etwas skeptisch, als sie mir die One X2 zugeschickt haben. Aber als ich sie dann in der Hand hatte und mit der One X2 ein bisschen gearbeitet habe, wurde ich ganz schnell eines Besseren belehrt. Und diese Qualität geht hier weiter. Es ist nur eine Batterie, aber wenn ich diese Batterie mit einer Batterie von einer GoPro vergleiche, absolut kein Vergleich. Also Insta360 ist da wirklich dahinter, dass sich das Zeug alles gut anfühlt. Als nächstes haben sie mir noch einen Monkey Tail Mount zugeschickt. Sieht so aus und ich wusste erst nicht, was das Ding ist. Ich habe es mir aber auch nicht genau angeschaut, weil ich das nämlich mit euch zusammen machen wollte. Und zwar ist das Folgendes. Das, meine lieben Friends, ist eine biegbare Halterung. So sieht dieses Ding aus. Schön schwarz, schlicht, fällt nicht auf. Und das Ding kann man biegen, wie man will. Man kann das irgendwo drumherum biegen und da kommt dann wieder das Gewindethema ins Spiel. Man hat zwar hier auch eins, da wird was draufgeschraubt, aber man kann dieses Ding komplett irgendwo verbiegen und dadurch, dass das so ein weicher Gummi ist, fixiert sich das auch ganz gut. Also ist auf jeden Fall stabil, man kann es auch zusammendrücken so. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache. Damit ist man extrem flexibel. Dann haben wir nicht einmal, sondern zweimal, auch wieder so eine Sache, keine Ahnung, warum ich das gleich zweimal zugeschickt bekomme, das gleiche Teil. Wahrscheinlich, weil ich auch zwei Kameras zugeschickt bekommen habe. Das kann natürlich sein. Aber wir haben einen Selfie-Stick. So sieht dieses Ding aus. Auch Aluminium. Sehr, sehr stabil. Unten mit dieser Gummigrifffläche, dass das auch gut in der Hand liegt, das Ding. Auch weich. Aber ja, ich weiß nicht, was das für eine Maserung ist, aber auf jeden Fall etwas raueres Gummi. Schon weich, aber etwas rauer, dass man wirklich Grip hat, was das Thema betrifft. Und hier haben wir auch wieder ein Gewinde. Das kann man dann quasi draufschrauben, wenn man da irgendwie eine Verlängerung haben will. So, und dann stellt ihr euch vor, zum Beispiel bei der MT-07 kann man das mal schnell machen. Das Ding da irgendwie am Cage befestigen. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Kann gut sein, dass das ein ellenlanges Video wird hier, weil wir werden später nämlich auch noch eine Runde fahren. Nee, das funktioniert so nicht. Das wirst du doch jetzt wohl hinkriegen. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, ne? So, jetzt ist das fest irgendwo drumherum gewickelt und das ist wirklich extrem stabil. Jetzt tun wir da den Selfie-Stick noch drauf. So, das ist jetzt natürlich etwas wackelig. Man könnte das aber, wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt, noch etwas fester machen. Und dann hat man hier zum Beispiel oder hier oder hier oder hier die Kamera dran. Dass das so wackelig ist, da würde ich mir zumindest wegen dem Footage, also wegen der Videoqualität, keine Gedanken machen. Denn die Stabilisation von einer Insta360-Cam ist absolute Granate. Werden wir aber später auch nochmal sehen. Das einzige Thema, wenn es um wackeliges Setup geht, ist Stabilität generell. Also, dass die Kamera nicht irgendwie wegfliegt oder so. Aber wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt, ist das kein Problem. Ich habe das jetzt nur mal schnell gemacht. Dass man sieht, wie flexibel dieses Ding eigentlich ist. So viel zu diesem Thema. Next Step, Vibrationsdämpfer. Ist eine coole Sache. Bin ich aber der Meinung, dass man das bei Insta360 nicht braucht. Ihr werdet sehen und ich werde später mal mit und mal ohne Vibrationsdämpfer fahren. Das Ding ist meiner Meinung nach unnötig. Denn die Stabilisation, wie schon gesagt, von Insta360 ist meiner Meinung nach im Actioncam-Bereich unübertroffen. Es ist schön, dass das wie so ein kleiner Koffer kommt. So sieht dieses Ding aus. Sieht deutlich größer auf dem Bild aus, als es tatsächlich ist. Aber auch hier wieder ein Gewinde, wenn man es zum Beispiel am Selfie-Stick dran hat. Und dann hier oben die Kamera drauf. Ganz easy. Hier ist noch das Ding zum Festschrauben. Und da ist auf jeden Fall irgendwie gelagert. Das ist auf jeden Fall beweglich, aber relativ schwer. Macht dementsprechend, was es soll. Dämpft Mikrovibrationen weg. Dann haben wir noch eine Helm-Kinn-Befestigung. So sieht das Ding auf dem Bild aus. Wir machen es mal schnell auf. Oh yeah. Okay, ah, das ist geil. Ja, da habe ich mich nämlich gefragt, ob das flexibel ist. Aber das ist ultra flexibel, das Ding. Sehr, sehr geil. Da haben wir dann noch zum Fixieren unten durch den Helm durch quasi. Wenn wir es hier aufmachen, hier haben wir nochmal eine Halterung. Und, ah ja, so funktioniert das. Okay, das muss dann noch rein, dieses Ding. Das ist nämlich dann die Mutter für die Schrauben. Einmal so rein und einmal so rein. Da kommt dann die GoPro rein. Oder, ja. GoPro, ich bin geprägt. Insta360. Das ist jetzt natürlich praktisch, dass ich keinen Helm habe, der keine Kinnhalterung dran hat. Aber ihr könnt es euch vorstellen, hoffe ich, das wird an den Helm gemacht. Dadurch, dass diese Dinger hier komplett flexibel sind und auch etwas fixiert. Also die sind jetzt nicht komplett locker, die bleiben schon so. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann wird das Zeug so um den Helm gemacht.
beziehungsweise innen rein zum Fixieren eben, muss ja irgendwie fixiert sein und dann wird das einfach wieder festgezogen hier. Und dann habt ihr hier drin quasi den Kinnteil eures Helms. Ist echt eine coole Sache, dass sie sowas mitschicken. Das ist wirklich hilfreich, weil viele Leute wirklich ein Problem mit Helmhalterung vorne am Kinn haben. So, ich meine, es gibt genügend Firmen, Chin Mounts zum Beispiel, auch ein Partner von mir, der stellt sowas her, aber es ist einfach eine coole Alternative, wenn man sich da nichts hinkleben will an den Helm, wenn man zum Beispiel die Aerodynamik nicht verlieren will. Wenn wir das hier zum Beispiel anschauen, so sieht ein Helm mit einer üblichen Kinnhalterung aus und das ist halt einfach, ne, so, weiß ich nicht. Es ist sehr praktisch, weil es nicht krass aufträgt, aber es ist geklebt. Man kriegt es nicht weg. Und so ein Ding machst du dran und wenn du es nicht mehr brauchst, machst du es wieder weg und der Helm sieht ganz normal aus. Also ich kann das schon verstehen, dass da manche Leute keinen Bock drauf haben. Vor allem AGV ist halt auch so ein Thema Aerodynamik. Ihr wisst es selber, aerodynamisches AGV einfach eine absolute Macht und mit so einer Helmhalterung, mit so einer Kinnhalterung da vorne dran, zerstört man die Aerodynamik einfach ein bisschen. Warum? Und das muss ich sagen, warum dieses Ding orange ist, fällt mir gerade auf, weiß ich nicht. Das hier übrigens hinten ist Gummi, das ist Weichgummi, auch dass sich das am Helm, dass das nicht rumrutscht. Sehr, sehr gute Sache. Das ist auf jeden Fall nicht hart, ich kann da auch easy reindrücken, also das ist super. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ich habe jetzt zweimal Insta360, gut zu wissen, wir haben noch eine Batterie, das heißt, wenn da auch noch eine drin ist, haben wir 5 Batterien. Sehr, sehr hilfreich. Zuerst mal, weil ich das immer so mache, das Beste kommt immer zum Schluss. Mache ich auch beim Essen so. Wenn es Burger und Pommes gibt, esse ich zuerst die Pommes, dann den Burger. Frag mich nicht wieso, ist einfach ein Tick von mir. Das ist Zubehörzeug auf jeden Fall. Ein Lade- und Datenübertragungskabel. Dann haben wir ein Tuch zum Linsenreinigen. Dann haben wir ein Handbuch, den Quick Start Guide. Waterproofing, also Wasserdichtigkeit, what to know. Dann haben wir noch einen Linsenschutz für die 360-Linse. Und was haben wir hier noch drin? Ah, hier haben wir es. Seht ihr? So sieht es dann aus. Das wird da drauf geschraubt und dann kommt die Kamera da rein. Perfekt. Präsentation beendet. Das kann ich gleich drauf lassen, weil wir das später brauchen werden. Dann haben wir hier das Case. Wird geöffnet über diese zwei orangenen Buttons hier. Einfach draufdrücken, dann springt er schon auf. Und jetzt zum eigentlichen Thema nach gefühlt einer halben Stunde. Batterie. Ich halte euch richtig hin, Freunde. Ich sag's euch. Das ist nicht das Herzstück, aber das, worum es geht hauptsächlich. Und das ist die 360-Grad-Linse mit einer Blende von 2.0, also mit einer Zweierblende und einer Brennweite von 7,2 mm, für diejenigen, die es wissen wollen. Das steht nämlich hier hinten drauf. Lesen kann ich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig, aber es ist auch relativ schwer so. Aber klar, es sind zwei Kameras da drin. Logisch, dass die schwer sind. Das stellen wir mal hier hin. Und jetzt zur eigentlichen Kamera. Aktuell drauf ist jetzt eine. Und das ist wirklich absolut heftig. Also wie man das hinkriegt, keine Ahnung, kann mir das nicht erklären, aber hier ist eine 48-Megapixel-Kamera drin. Das ist unglaublich. Die, die sich ein bisschen auskennen, wissen, was das bedeutet. Dass die Videos nicht in 48 Megapixel aufgenommen werden, ist klar. Ich glaube, das sind nur 12 Megapixel. Macht aber so keinen Unterschied, denn allein, dass dieses Ding 48 Megapixel hat, beweist, dass der Sensor, der in diesem Ding drinnen ist, riesig ist. Und das ist eine gute Sache. Das hier ist die 4K-Linse, 4K Boost Lens heißt die bei Insta360 und das ist quasi eine mehr oder weniger hyperkrasse Variante einer Actionkamera. Das ist krank. Flow Stage Stabilisation, die Insta360 Stabilisation haben wir bei allen Kameras mittlerweile, also One X2 beispielsweise hat das auch. Ich weiß aber nicht, ob es die gleiche Generation ist, also quasi Flow Stage 1.0, Flow Stage 2.0, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass es bei der One X2 unfassbar gut funktioniert. Wer die Insta360 Videos von mir bisher noch nicht gesehen hat, entweder ihr schaut sie euch an oder ihr glaubt es mir einfach. Wenn man mit einer Insta360 und diesem Selfie-Stick Motorrad fährt und das Ding so in der Hand hat, null Vibrationen. Das sieht aus, als wäre es mit einer Drohne gefilmt. Das ist unfassbar, wie krass diese Stabilisation dieser Kameras ist. Also man hat absolut keine Probleme mit Vibrationen oder Verwackelungen oder sonst irgendwas. Das ist absolut krank. So, wir machen dieses Ding jetzt mal auf, wenn ich es denn mal hinkriege. So sieht's aus, das ist zusammengesteckt, das ist alles modular und das ist halt das Geile. Wir haben jetzt hier den Bildschirm und das Herz, den Prozessor drinnen. Das ist ein Teil. Dann haben wir einmal, wie schon gesagt, die 4K-Linse und dann haben wir die 360-Grad-Linse. Wir können zum Beispiel die 360-Grad-Linse auch anbauen, wenn wir da das Ding mal aufmachen. Sieht mir auch nicht danach aus, als müsste man darauf achten, wie rum. Also stecken wir es einfach mal zusammen. Jetzt haben wir eine 360-Grad-Kamera und dann kommt hier unten die Batterie dran. Dann wird das da einfach nur eingeklipst und
zack, haben wir eine 360-Grad-Action-Cam. Wenn wir dann eine normale Action-Cam haben wollen mit einer unfassbar guten Videoqualität, stecken wir das einfach um und haben eine kranke Action-Cam. Et voilà. So sieht das ganze Thema aus. Das war jetzt eigentlich alles, was da dabei war. Das gleiche Thema ist da auch nochmal drin. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt öffnen. Wichtig ist nur noch zu wissen, so könnt ihr das Ding natürlich nicht verwenden. Es funktioniert nicht so einfach, denn ihr müsst das alles noch hier reinschieben. Diese Modulbauweise muss ja auch irgendwie fixiert werden. Und deswegen braucht ihr das Case. Es geht nicht anders. Ihr braucht es. Aber es wird sowieso mitgeliefert. Sowieso im Ding drinnen. Ist auf jeden Fall schon mal einiges wert. Und zack. Und jetzt sind wir ready, Videos aufzunehmen. Zumindest normale Videos und damit eben dann 360-Grad-Videos. Soweit das Unboxing. Das ist ein ellenlanges Video. Ich weiß es jetzt schon. Aber es war auch ultra viel Zeug dabei. Was ich noch dazu sagen will, dadurch, dass mir Insta360 keinen Mikrofonadapter mitgeschickt hat, kann ich während der Fahrt leider nicht mit euch reden. Es wird dementsprechend ein mehr oder weniger Pure Sound Video mit drei verschiedenen Kameraperspektiven. Das kann geil werden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich eventuell ein Video nur so mache, also nur ein Pure Sound Video mit den Insta360 Kameras. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare. Lasst es mich wissen oder auch auf Insta. Dann würde ich ein Pure Sound Video nur mit Insta360 Kameras machen. Würde mich nämlich selber krass interessieren. Gut, wir lassen es sein. Wir sehen uns auf dem Bike wieder. Bis gleich.